Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Heute gibt es eine Crema Pasticcera con Limone Creme. Das ist eine italienische Zitronencreme, die ist so ähnlich von der Konsistenz her wie Pudding. Ihr könnt diese Creme zum Füllen von Torten, aber auch zum Füllen von Cannolis verwenden. Ich gebe als erstes den Zitronenabrieb in die Milch und lasse das erwärmen, nicht kochen, sondern erstmal nur erwärmen. Das Eigelb gebe ich dann zusammen mit dem Zucker in einen separaten Topf und rühre das erst einmal schaumig auf. Wenn die Eigelb-Zuckermasse schön aufgeschlagen ist, gebe ich dann das Mehl dazu und hebe es unter. Sobald sich dann alles gut verbunden hat, nehme ich mir eine Schöpfkelle und gebe ein paar Kellen in diese Mehlmasse hinein zum Angleichen und rühre diese gut unter, sodass keine Klümpchen entstehen. Ihr könnt die Milch vorher durch ein Sieb geben, so habt ihr die kleinen Zitronenschalenstückchen einfach nicht mehr drin. Bei mir war das jetzt kein Problem, mir hat das nichts ausgemacht, das könnt ihr machen natürlich wie ihr möchtet. So, dann wird der Herd auch angeschaltet und das Ganze wird aufkochen lassen. Sobald dann nämlich die Hälfte der Milch drin ist ungefähr, lasse ich das dann schön aufkochen auf höchster Stufe bis mittlere Stufe. Da müsst ihr einfach mal schauen bei eurem Herd und immer wieder rühren, rühren, rühren. Also unter ständigem Rühren dann aufkochen und dann merkt ihr auch, wie sich die Konsistenz verändert, wie es immer dicker wird und es wird dann am Ende wie so eine Art Pudding. Sobald eure Creme dann die Konsistenz erreicht hat, die ihr braucht, oder die ihr haben wollt, könnt ihr das Ganze vom Herd ziehen, deckt es dann an der Oberfläche mit Frischhaltefolie ab, damit sich keine Haut bildet. Ich habe jetzt bei der Torte, die ihr jetzt seht, habe ich erst einmal die Creme so verwendet, habe sie so drauf gestrichen. Die Creme ist allerdings nicht fondanttauglich, deswegen braucht ihr da unbedingt dann noch etwas außenrum. Ihr könnt sie allerdings auch in die italienische Buttercreme mit reingeben. Das Rezept zu der Crema Pasticcera findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.